Hallo und herzlich willkommen zu den Ergebnissen von Episode 5 Timberborn Anfänger Guide. Ich wurde gefragt, wie es nach dem Guide aussehen könnte und was danach zu tun ist. Schauen wir es uns an. Später zeige ich euch anhand eines Screenshots den alten Stand im Vergleich zum jetzigen, damit ihr seht, wie das Ganze weiterhin funktioniert. Okay, wie ihr seht, sind wir bei Zyklus 17. Wir haben 20 Biber, die versorgt werden müssen und 4 arbeiten in Pumpenstationen. 1, 2, 3, 4 und die fünfte ist hier. Offensichtlich haben wir 3 große Wassertanks, die sind absolut nötig. Jeder Tank benötigt 30 Planken und 20 Getriebe. Bedeutet, ich ging auf Bretter und Zahnräder, ein zweites Wasserrad, um Energie dafür zu haben und später noch zusätzlich 2 Getriebewerkstätten, um schneller an Getriebe zu kommen. Vorher hatte ich 3 Sägemühlen, 2 mit einem Wasserrad verbunden und eines zu einem Energierad. Und wegen all den Baumstämmen habe ich das Reservoir höher und höher gebaut, sowie auch in diese Richtung erweitert. Zwischenzeitlich hatte ich auch 20 kleine Wassertanks, weil die Dürren härter und härter und länger werden. Ohne die hätte es definitiv nicht funktioniert. Die Farmfläche wurde ebenfalls erweitert und einige Karotten wurden durch Kartoffeln ersetzt. Wegen des 30% Stärkebonus, wenn du auf einen Biber klickst, kannst du es sehen, dadurch tragen Biber mehr Zeugs auf einmal. Der Schlepperposten und der Grill sind ebenfalls neu. Nach dem Erweitern des Reservoirs habe ich 2 Plündererflaggen für Altmetall gebaut, 2 weitere Wasserräder und einen Schredder. Hier ist die Papiermühle, welche noch nicht gebaut wurde, und die Sprengstofffabrik, um den Fluss noch größer und tiefer zu machen. Im Speziellen vor allem tiefer. Dasselbe dann auch für das Reservoir. So wie du es hier sehen kannst. So super schön schaut es im Moment nicht aus, aber das wird im späteren Verlauf kommen, wenn ich in der Lage bin, neu aufzubauen, und mit Dynamit will ich von den Wasserblöcken hier einmal noch komplett zur Seite freilegen. Einiges später habe ich diese Warenhäuser noch gebaut mit Treppen, um Platz zu sparen. Und hier ist das versprochene Screenshot bzw. kurze Video für den Vorher-Nachher-Vergleich. Here we go! Was kommt als nächstes? Als nächstes kommen Baracken der Eisenzähne für meine Timberborn Design Serie. Es war sehr oft gewünscht und danach kommen weitere Videos, die ihr euch gewünscht habt. Damit du keines der Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen, kostet nichts, und ein Like, wenn du mich supporten willst. Vielen Dank fürs Zuschauen, hab eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video.